So, hallo da draußen. Heute wieder mal ein Tipp, wie man Routenbruch verhindern kann. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ein ganz bestimmter Routentyp immer wieder bei mir in der Reparaturwerkstatt landet. Und zwar mit den Problemchen Zapfenbruch oder Steckverbindungsbruch der ersten Steckverbindung. Das kann man natürlich reparieren, man kann aber auch vorsorgen und das biete ich in meinem Service ja auch an. Das findet man auf der Homepage. Ich blende mal den Link hier ein. Da könnt ihr also dann drauf gehen. Es ist eine Route betroffen. Ich sage den Typ und das Fabrikat absichtlich jetzt nicht dazu. Es handelt sich aber dabei um eine Route, die hat ein grün metallisches Finish und diese markanten orangen Markierungen zum Zusammenstecken der Route. Um was es dabei geht bei diesem Service ist eigentlich, bevor die Route gebrochen ist, hier ist der abgebrochene Zapfen, der steckt denn noch da drinnen. Es geht also darum, dass genau diese Portion, also dieses Teil von innen verstärkt wird und damit die Sollbruchstelle entschärft ist. Hierbei handelt es sich nämlich bei dem Zapfen wirklich um hauchdünnes Material, das wird über kurz oder lang brechen. Und nachdem also so viele Routen jetzt mittlerweile eingetroffen sind, die ich zu reparieren habe, ich habe nur einen Bruchteil wahrscheinlich hier. Ein Bruchteil klingt gut. Ein Bruchteil der Routen, die also brechen, landen bei mir. Hier gibt es ja auch eine Garantie, respektive eine Gewährleistung. Aber immer wieder kommen eben Routen auch hier bei mir an mit genau diesen Brucharten. So, wenn es aber doch mal passiert sein sollte und die Route ist gebrochen, dann ist natürlich die Möglichkeit da, das gebrochene Stück wieder zu reparieren. Also mit Ansetzen einer Prothese ist etwas teurer als wie das Vorbeugen, was das Video auch eigentlich sagen sollte. Aber machbar ist es. Selbstverständlich ist dann auch eine Vermessung nach der 15 Grad Methode mit im Service dabei. Und jetzt könnt ihr euch mal gern ansehen, wie jetzt diese Stelle aussieht, die jetzt repariert wurde und auch wieder komplett haltbar ist, also fest beansprucht werden kann. Optisch passt sie, soweit es geht, zum Blankton. Ganz genau trifft man natürlich dann diesen metallischen Oliventon leider nicht. So, wenn das Video jetzt Spaß gemacht hat, bitte einen Daumen hoch, teilt das Video und wenn mal irgendwas mit euren Routen sein sollte, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Dankeschön, tschüss!